Ja, und da geht's auch schon weiter. Herzlich willkommen zum nächsten Bad. Ich musste noch einen Platz finden zum Aufstellen des Denkmales. Also herzlich willkommen zum Mass Effect Teil 2, die Trilogie. Ich muss schnell starten, weil... ja, ich gerade herausgefunden habe, was ich noch machen musste. Und im Übrigen ist das eben ein Shuttle, obwohl da 1 umsteht. Normal sollte da nicht 2 umstehen. Hm, keine Ahnung. Ja. Diese kleine Mission hätten wir somit auch erledigt. Und wir reisen... Oder? Wir reisen wieder zurück. Jetzt sollten wir hoffentlich hier beim Shuttle... Jetzt ist es finster. Ah, da vorne müssen wir hin. Zurück zur Normandy-Mission. Abgeschlossene Absturzstelle. Der Normandy 1. Das Denkmal wurde an der letzten Ruhestätte der SS von Normandy auf Alchera errichtet und die Familien aller vermissten Crewmitglieder wurden über deren gewaltiges Opfer informiert. Shepards verlorener N7-Helm wurde sichergestellt. Den werden wir uns auch gleich anschauen. 200 Erfahrung, Credits, Element Zero 500, perfekt. Das war's. Na gut. Da sind wir wieder. So, genau. Wir schauen gleich einmal, wo geht das nächste hin. Was haben wir noch für Hauptmissionen? Die haben wir schon fast alle erledigt. So, Nebenaufträge, das lassen wir mal so weit stehen. So, das ist die Ding-Quest, die Side-Quest. Das ist die generelle Haupt, oder? Sie stellen ein Team zusammen, um die Betreuung Menschen auf. Ein Team, also das ist ja ein Team zusammen, da ist klar. Ja, der erfahrene Kampf- und Strategieangeber vertraut. Ja, Dr. Oetker. Ein Warlord, der in den Kroganischen Rebellen nach Korlus fliegen. Dann sollten wir jetzt das haben. Haben wir da schon die Sidequests irgendwo eigentlich nicht? Oder sind die da drin? Von den anderen Begleitern? Komisch. So. Nach Korlus steht da rechts auch noch was im Ymir-System. Ymir-System. So, wir tun nichts abbauen. Ich suche eigentlich nur... Genau, das war's im Portal, da fliegen wir gleich hin. Treibstoffreserven bei 50%. Haben wir zufällig das alles hier? Nein, System anfliegen. So, hier kostet es natürlich nichts. Wir kaufen wieder ein bisschen Treibstoff, Sonden nehmen wir auch mit. Omega-Portal, das kommt erst ganz zum Schluss. So, dann schauen wir mal. Wo können es jetzt hingehen? Die Schmugglerfracht sicherstellen, dass wir da gleich anschließen. Den Krukaner, den Kruganer rekrutieren. Ja, sie haben es hier wirklich gut gemacht, sehr übersichtlich. Zitadelle. Zaid helfen, Feuergänger, MSV Rosalie. Okay, keine Ahnung, ist das ein DLC? Ich habe keine Ahnung. Jetzt einmal die Kroganer helfen. Das werden wir jetzt mal in dem bzw. auch folgenden Parts, ich habe keine Ahnung, wie lange es dauert, auf jeden Fall machen. Und
Ich hoffe, jetzt kommen auch wieder eine ziemlich geile Story und Texte und so. Wir landen mal. Ah shit, ich wollte mir einen Helm anschauen. Na gut, das ist nur der alte N7-Helm. Passt schon. Den werden wir uns aber auch noch anschauen. Keine Frage. So, wen könnte man da jetzt... So, 7 abgedatet. Check. Will ich mitnehmen. Die finde ich eigentlich ganz geil soweit. Was ich aber nicht so geil finde, dass man hier nicht wie im 1er Teil schön sieht, Kampf, Biotik und Tech oder so. Aber gut. Ja, Kasumi. Nehmen wir wieder die zwei Söldner mit. Oder hier den Sniper. Wahrscheinlich, wenn wir den haben, werden wir dann noch die restlichen 4 Augen freischalten. Wir sind ja nicht einmal, wir haben nicht einmal noch die Mannschaft rekrutiert. Das ist ja unfassbar. Ja, ihm haben wir ihn, ja, das... Gut, könnten wir jetzt machen beim Rekrutieren. Miranda wäre allerdings auch geil, obwohl... Ja, gerade speziell deswegen, weil sie sich gegenseitig nicht wirklich mögen. Aber ich finde den trotzdem geil, den Söldner. Ich weiß nicht, der hat auch so coole Sprüche drauf. Da muss man immer, muss einfach ein bisschen tough sein. Und gerade bei den Kroganern... Ja, komm, scheiß drauf. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Wir müssen zwar ein bisschen durcheinander tun auch wieder. Aber... So, jetzt weiß ich nicht mehr, der Matthias hat mir letztens eh auch gesagt, was jetzt die geilste Munition ist. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Irgendwann bekommen wir die, glaube ich, sogar. Inferno-Granate, die könnte man dann auch freischalten. Isopter-Munition. Betäubungsschuss, das geht dann... Aha, starke Sprengladung. Naja, das ist sicher auch ganz geil. Man explodiert und Splitter in alle Richtungen fliegen lässt. Der Feuerschaden wirkt selbst gegen Panzerung. Das ist sicherlich dann auch nice. Söldner Veteran. Aha, Waffenschaden oder Gesundheit geht rauf. Das finde ich sehr geil. Okay. Dann will ich doch diesen Rang erwerben. Sehr gut, perfekt. Checkity check. Ziehen. Gesundheit, Waffen, Subjekt Zero. Ist das das, was ich da eigentlich auch abgegradet habe? Waffenschaden, Aufladezeit der Kräfte. Genau. Sowas finde ich doch relativ sinnvoll. Warp-Munition. Ist das jetzt die richtige Munition? Ich muss immer die noch einmal fragen, wenn ich jetzt wirklich noch ein bisschen weiterspiele dann. So, ich habe 2 Punkte. Blend. Führermunition, Disruptormunition. Ja komm, scheiß drauf. Nehmen wir das mit. Disruptormunition, Kyro. Nein, ich glaube, das ist die Warp-Munition. Ich habe keine Ahnung mehr. I don't know. So, kann ich... Dir hier, nein, das ist nicht diese komische leichte MG, diese Hand-MG, kann ich dann nicht geben. Sniper hat er mit am Start und natürlich den, das Collector-Sturmgewehr, das finde ich auch ganz geil. Angeblich, glaube ich, bekomme ich es ja auch irgendwann. So, mal runter hier. Oh. Oh, geile Truppe hier. Keine Ahnung, ob Akia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Ich will diese Person jetzt schon umlegen. Konzentriert bleiben. Wir suchen einen Kroganer Warlord. Da geht's auch gleich direkt los. An die Anlage infiltrieren. Infiltrieren Sie die Anlage der Blue Suns. Codex. Raumschiff Friedhof war Kolos Jahrhundert. Irgendwas. Gut.
Du nimmst bitte die Pistole und du hast eh... Obwohl, nimm mal kurz den Sniper. So, ich knall mal... Achso, alle oder was? Achso, das Wechseln war noch auf die Ding bezogen, alles klar. Oh, da haben wir schon einiges am Start. So, Sniper. Auch noch die richtige Munition rein. So, das haben wir mal alles. Was sagt das Radar? Einfach nach vorne, alles klar. Ah, das war die falsche Taste. Ich sehe das nicht, jetzt habe ich die richtige Pistol am Start. So, wie war das noch einmal? Gehe in Deckung! Sekunde! Genau. Wie ging noch einmal folgen? Ja, sollte man jetzt wissen, ne? So, Leertaste ist mal Deckung. Ja, ja, ich duck mich ja schon! Verstanden. War das V? Nein, war es nicht. Aber wir haben schon drauf gekommen. Werden wir schon drauf kommen. Mit irgendeiner Taste konnte man noch das Gefährtenmenü noch extra aufrufen, oder? So, wir müssen in die Richtung, das passt. Angehört zu werden ist nur der Anfang. Sie alle müssen sich ihren Platz in der Armee erst verdienen. Tastenzuordnung, da werden wir doch schnell drin sein. Moment. Waffe. Nahkampf haben wir eh. Kommando hat Wismar, Befehl Q und E, Wismar auch, Befehl formieren auf C. So, C wird es. Ich bin bei Ihnen. Auf C kommen Sie wieder. Alles klar, perfekt. Alles klar. Achtung! Beobachtungsposten voraus. Und Sie wissen, dass wir hier sind. Wo? Oh, genau, ich... Los geht's! Alles klar. Ah, Scheiße! Gehe in Deckung! Gehe in Deckung! Gut, ich versteck mich! Viel Glück bei der Landung. So, kleines Gefecht wieder. Muss ich mir erst einmal reinfinden wieder. Ja, ja, ich duck mich ja schon. Ich such mir Deckung. Ich werde euch vernichten. So, erst wieder mal wieder reinkommen, wie gesagt, ins Kämpfen. Ja, die ist schon ganz geil. Die ist schon ganz geil. Da hat er recht gehabt, der Matthias auch. So, verwundeter Söldner. Scheiße! Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Ist geil! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde ihnen gar nichts sagen. Ändert Medigel die Situation? Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedo hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig.
Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Cheddar will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Krogana-Pack. Werden Sie sie los. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Cheddar gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Haben Sie O'Kear gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe Hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jadot mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wird Jadots Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Lustig. Dachte ich mir auch. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jadors Labor. Alle richtigen Waffen in der Hand? Ja. So, ja gut. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr allzu viel. Ja, wollen wir nicht viele Fähigkeiten einsetzen taktisch, wollen wir nochmal draufballern, solange es geht. Da unten liegt der nächste, oder? Jawohl. Aber Fähigkeiten würden wieder keine Munition verbrauchen, oder? Das wäre eigentlich fast ein bisschen klüger. Haben wir da? Da liegt ein bisschen was. Ah, sehr schön. Schön auf. Schlagschuss ab! Wer macht das? Da ist gerade Muni gelegen. Perfekt. Scheiße! Du sahst Schläger. Au, oh, au, oh, au. Oh. Was hat der am Start hier? Blendgranate. Hauen wir mal den Feuer rauf hier. Oh, ich bin aber voll angeschlagen. Deckung. Oh, da hinten ist auch noch einer. So, kann ich die da rausschmeißen, die Blendgranate? Probieren wir es mal. Oh, geil! Nein! Daneben. Ah, geil. So, wo ist der jetzt runtergefallen? Ah, fuck, wo kommt der jetzt wieder her? So, wo müssen wir hin? Können wir da rüber überhaupt? Nein. Wir müssen ja da runter. Perfekt. Achtung! So, geht jetzt eine Blendgranate? Ich will die mal testen. Die geht doch nicht hier! Die geht doch nicht!
Dann macht sie fertig! So. Ich glaube, wir können mit den Typen da jetzt plaudern, oder? Und wieder aufgeladen, sehr schön. Sie sind anders, neu. Sie riechen nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. 7 was? Ist er erst eine Woche alt? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein, ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Okay. Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf. Und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Er ist also nicht gut genug. Aber wofür? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht perfekt. Orkiers Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr. Aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Labor voller Kroganer. Vermutlich ein Versuch, die Genophage zu heilen. Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Mhm. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Wen interessiert's zum Teufel? Sein Zuchtprogramm ist ja nicht gerade ein durchschlagender Erfolg. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Er wurde in einem Tank aufgezogen und ist vermutlich verrückt, wie der Söldner gesagt hat. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Ja, ja, Kroganer sind stark. Wir haben's kapiert. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Können Sie uns den Weg zeigen? Uns beim Durchkämpfen zum Labor helfen? Nein. Sie geben auf? Ich kämpfe, wenn Sie kommen. Aber tief in mir spüre ich, dass ich warten muss. Ich töte. Aber nur hier. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Alles klar, Blutrausch Rogana, Codex. Alles klar, Freunde.
das soll es für den Part gewesen sein. Nächstes Mal gehen wir hier mit Jack und Said weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.